Ja, herzlich willkommen wieder in meinem Bastelkeller. Der Verwendungszweck war eigentlich schon ewig von diesen Baumscheiben festgelegt. Die liegen aber schon 8 Jahre oder so im Keller. Diese sollte allerdings noch was anders werden. Ein Bild davon zeige ich euch mal, aber ich wollte da eigentlich noch ein zweites von machen. Aber meine Frau hat mich überredet, das nicht zu tun. Aber die hatten natürlich bei Pinterest wieder was anderes gesehen. Und das Bild habt ihr, oder wie es fertig ist, habt ihr ja schon in Thumbnail gesehen. Ich habe noch einige mehr Baumscheiben da liegen. Die sind allerdings nicht ganz so groß im Durchmesser. Und die haben alle einen großen Riss. Und diese Öffnung hier, die habe ich schon damals, als ich die eingelagert habe, gemacht. Und ich vermute mal, dass er deswegen auch nicht gerissen ist. Und deswegen eignet er sich auch am besten dafür, was ich da machen will. Ja, und genau dafür habe ich mir vor kurzem diese, Low-Cost-Planfräsvorrichtung gebaut. Ihr wisst auch, dass ich keinen vernünftigen Arbeitstisch habe. Ich habe nur zwei so Platten, die alle 10 Jahre mal getauscht werden. Und damit es alles wenigstens halbwegs eine Ebene gibt, habe ich auf beiden Seiten eine Leiste hier drüber gespannt. Und dann habe ich mir mit Zwingen auch die Fräsvorrichtung hier festgemacht. Und die muss ich dann jetzt erstmal einstellen. So, und die geradeste Seite, die lege ich jetzt erstmal nach unten hin. Da sind diese Markierungen, diese ganzen Macken von der Motorsäge und so, die sind da dran und die sollen weg. Bisschen unterlegen. So liegt sie auch schon fest. Jetzt stelle ich die so weit runter, dass ich da gerade mit dem Schlitten drüber herkomme. Aber das wird ein bisschen dauern. Ja, und wenn ich soweit bin, dann seid ihr wieder dabei. Das kann wohl eine halbe Stunde gedauert haben, aber dafür, dass man es ein- oder zweimal im Jahr macht oder noch weniger, kein Problem. Ich habe mir so ein Holzstück genommen und habe das erstmal einmal eingestellt, da habe ich ein Holzstück gemessen und geschnitten und habe die dann jedes Mal dazwischen gelegt. Der Schlitten ist jetzt so, dass er sogar hier oben, ich zeige es euch mal, so die höchste Stelle, die ragt vielleicht einen Millimeter in den Schlitten rein. Aber da setze ich gleich die Fräse an und dann passt er sofort. Und das Ganze sieht jetzt von der Seite so aus. Da ist die niedrigste Stelle. Und jetzt werde ich mir die Fräse rausholen. Und dann geht es rund. So, weil ich keine Lust hatte, mit so einem schmalen, dünnen 20er Fräser da rumzufräsen, habe ich nochmal in die Zukunft investiert. Und habe dann nochmal einen Planfräser mit mit Schneidplättchen gekauft. War nicht ganz billig, aber ich hoffe, das lohnt sich. So, es wird ja wahrscheinlich ziemlich stauben, aber so sauber ist die Werkstatt sowieso nicht. Und jetzt Ohren zu haben. Schon wieder ein Stückchen tiefer. Ja.
Und weil die Rinde auf jeden Fall dranbleiben soll, werde ich immer so fräsen, dass die Fräse so gegen die Rinde, hier ist es natürlich nicht möglich, aber dass sie gegen die Rinde läuft. Tiefer komme ich schon gar nicht mehr. So, tiefer kriege ich den Fräser nicht raus. Ich muss also nochmal wieder an allen 6 Schrauben stellen. Ja, umständlich, aber was soll man machen? So, hatte ich schon gesagt, wie ich das früher gemacht habe oder sonst mal gemacht habe. Da bin ich dann mit einem 40er Schleifpapier mit einem Bandschleifer angefangen. Das hat ewig gedauert, man sah keinen Fortschritt. Und das ist so schon deutlich angenehmer. Möglicherweise muss ich das nochmal wieder korrigieren. Hier ist die tiefste Stelle, mal gucken, wie weit ich mit dem Fräser komme. Man merkt auch, dass die Maschine so die äußerste Grenze ist, was er verkraften kann. Die hat 1200 Watt. Ja, geht. Wäre auch nicht. Das ist zu viel. So, von dieser Seite nimmt er noch nichts mit, also mache ich da hinten weiter. Aber da habe ich jetzt natürlich die Kamera nicht die ganze Zeit an. So, damit ihr seht, wie ich das jetzt gemeint habe mit der Rinde, dass sie stehen bleibt. Ich habe also von der anderen Seite nur so bis hier irgendwo gefräst und fräst jetzt von dieser Seite. Ich kann die Fräse noch tiefer einstellen, aber man sieht hier schon, wie tief man noch muss. Das kann auch fast ein Zentimeter sein. Mal gucken, ob es geht in einmal, also nicht in einmal abfräsen, aber ohne die Fräsvorrichtung wieder tiefer einzustellen. Das gibt einen Haufen Dreck, ja, so stark hatte ich da nicht mit gerechnet, aber Absaugen ist wahrscheinlich auch nicht so einfach hier. Ja, reicht nicht, muss also nochmal wieder alle 6 Schrauben nachstellen, aber naja, was soll's. So, ich lasse die Maske erstmal auf, hier staubt sie immer noch wie Sau. Ich bin einmal durch. Ich glaube, ich bin da so 6-7 Mal drüber hergegangen. Mehr als 2-3 mm kann man den Eimer nicht abnehmen, sonst schafft die Fräse das nicht. Ja, für heute ist Schluss. Morgen früh mache ich erstmal die andere Seite. Da muss auch noch so ungefähr 1 cm runter. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Sauber machen lohnt nicht, denn da ist noch einiges, was an Späne runterkommt. So, dann drehen wir es mal um, beziehungsweise erstmal den Dreckrechner. Absaugen wäre natürlich schön. Aber für die mal ein paar Mal oder vielleicht ein oder zwei Anwendungszwecke, die man da mal für hat, da jetzt so ein Gott weiß was für einen Aufwand zu treiben, liegt überall schön auf jetzt.
Ja, und muss natürlich jetzt erst schon mal wieder etwas tiefer gestellt werden. Am einfachsten geht es, wenn ich die mittlere schon mal hochdrehe und dann Seite noch einstelle. Und natürlich wieder ein passendes Klötzchen dazu. Sind ja schon die Zwingen im Weg. Ei. Dann muss ich das etwas weiter nach außen machen. Da kann ich die Zwingen von der Seite dran machen. Weiter, bis dass ich die Tiefe hier ist, wahrscheinlich die tiefste Stelle erreicht habe. Mache ich alleine, habt ihr eben schon mal gesehen. Und wenn wir so weit sind, dann sehen wir uns wieder. Ein kurzes Fazit nochmal für die Bahnfräsvorrichtung hier. Also die Bosch-Fräse lässt sich nach unten nicht allzu weit ausfahren, deswegen ist also hier die 10 mm Maximum. Und dadurch dann bedingt, damit sich es natürlich nicht durchbiegt, hier müssen auch die Seitenwangen hier entsprechend hoch sein. Und ich hatte ja hier schon etwas rausgemacht, damit man die Griffe hier noch runterkriegt. Ja, ist für eine andere Fräse sieht es vielleicht anders aus. Ja, einzustellen. Wenn es nur ein paar Millimeter ist, geht das, aber das erste Mal habe ich die Schrauben hier unten sitzen. Dauert ein bisschen. So, und tiefer komme ich hiermit jetzt auch nicht. Hier ist noch ein Millimeter vielleicht bis zu den Zwingen. Und je nachdem, wofür man es gebraucht, entweder muss man dann was unter dem Material unterlegen. Aber deswegen würde ich auch wenn ich die aus Multiplex machen würde hier, würde ich die auch nicht breiter machen, dafür lieber eine Befestigung mehr. Und wenn ich damit noch tiefer müsste, dann muss man sehen, dass man die Zwingen hier von innen setzen kann. Hier an der Kante geht das ja einmal, aber dann würde ich diese Brettchen größer machen, dass ich die Zwingen hier hinterkriegen kann. Dann komme ich auf jeden Fall noch ein ganzes Stück tiefer. Ansonsten hat das gut funktioniert, wie gesagt, etwas umständlich einzustellen, aber für die zweimal oder eine Mal, wo man das vielleicht gebraucht, völlig ausreichend. Ja, und wenn ich das aus Multiplex bauen würde, dann würde ich oben drauf vielleicht einen Kunststoffumleimer machen, damit es besser gleitet. Man sieht schon, das hat hier ganz schön gekratzt auf der Aluschiene. Eigentlich schade drum, aber die steht jetzt auch schon ein paar Jahre rum und ich weiß nicht, wo ich die sonst dafür gebrauchen soll. Ja, zum Schluss noch eins. Seit einiger Zeit steht dieses Teil hier im Hintergrund und der ein oder andere wird sich gefragt haben, was ist das? Das sollte eine Säge werden für meinen Enkel. Ich habe das gesehen bei Stefan Pöhnlein, verlinke ich euch mal oben. Haben wir das aber, ja, ist bestimmt 3 oder 4 Jahre her, dass ich es gesehen habe. Habe mir es auch nicht wieder angesehen, sondern ich bin da ganz euphorisch rangegangen. Habe mein Multifunktionswerkzeug oder Gerät hier eingebaut. Und was soll ich sagen? Es funktioniert mit Einschränkungen. Aber es ist so unglaublich laut. Die Geräte sind sowieso schon laut. Und wenn man die hier einbaut, dann schwingt das ganze Kram hier mit wie ein Resonanzboden. Und ja, es gab noch andere Probleme, das Sägeblatt guckte oben bloß ein paar Millimeter raus, so ich sag mal 5, 6, 7 Millimeter.
Es gibt zwar etwas größere, wäre dann aber auch nur auf 10 gekommen, aber ich hätte das von dieses Grüne von dem P, von dem Park. Und ja, da war das Kleinere drin. Wenn es funktioniert hätte, hätte ich es aber ein größeres gekauft. Ja, das war so unglaublich laut, das konnte ich dem Sohn nicht geben. Also von der Gefährlichkeit, ich habe die Finger dran gehalten, alles, da kann, also da müssen schon ganz, ganz unglückliche Umstände passieren oder vorhanden sein, dass da was passieren kann. Dazu kam, dass das Sägeblatt im Originalzustand klemmte. Das ist nicht geschwenkt. Und diese 2 mm großen Mausezähnchen, die da dran sind, zu schwenken, war gar nicht so einfach. Hat aber funktioniert. Man konnte tatsächlich nachher ein Brettchen damit durchsägen, dünnes Sperrholzbrettchen. Aber wie gesagt, es ist einfach zu laut, eine gute Idee, aber leider nicht wirklich praktikabel. So Leute, das war's für dieses Mal. Ja, viel Spaß bei allem, was ihr macht. Liken, abonnieren, kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ich habe auch so wenig Kommentare, dass ich auf jeden Kommentar antworten kann. Bis dahin alles Gute und gut kommt.